Ich habe in dem letzten Video irgendwas über Alpha Male geschrieben und wenn ich sowas da reinschreibe, ich bezeichne mich als gar nichts. Das hier ist halt einfach nur Reflexion, Selbstfindung und alles, Heilung. Und dazu gehört einfach, sich selbst immer wieder aufs Neue zu hinterfragen, sich zu reflektieren und aufs Neue immer wieder auf neue Resultate oder neue Ergebnisse zu stoßen oder sich selbst immer wieder zu hinterfragen, bis man auf das Ergebnis zielt oder bis man auf das Ergebnis kommt, auf das man hinaus war, wenn ihr wisst, was ich meine. Deswegen, so einem Leben, wenn du so ein Leben führst, wenn du dich immer ständig hinterfragst, dann geschehen dir so Dinge und du siehst auf einmal ein Video oder lest irgendwo irgendwas durch über Alpha-Männer und Beta-Männer oder Alpha-Male, Beta-Male und Sigma-Male und es gibt verschiedene Terms oder verschiedene Arten von Männern und viele, die draußen rumlaufen, sind einfach Beta-Males, die einfach Frauen hinterherjagen und immer jeden pleasen wollen und immer the good guy sind. Und was weiß ich, schon immer Frauen happy machen wollen oder generell jeden happy machen wollen und jeder muss happy sein, aber trotzdem sind sie eigentlich komplett miserabel und scheiße und das sind halt die meisten, die einfach nur rumnörgeln und alles muss gut sein, alles muss perfekt sein, aber Hauptsache man muss nichts verändern, weil man zu sehr Angst vor Veränderungen hat, aber ich will die tollste Frau und das meiste Geld und wisst ihr, was ich meine? So komplett verkorkst halt einfach. Und das war noch nie mein Denken. Mein Denken war schon immer sehr ich-bezogen, was mich nicht unbedingt zu einem Alpha macht. Also wenn dich das Ganze interessiert, befasst dich mal damit mit verschiedenen Arten, Typen von Männern oder Menschen. Und ich würde mich auf jeden Fall als ein Sigma bezeichnen, nicht als einen typischen Alpha. Ich habe die Alpha-Züge in mir, dass ich führen kann, dass ich durchziehen kann und mein Ding mache und auch extrovertiert sein kann und auch zeigen und präsentieren kann und auch prahlen kann, wenn ich Bock habe. Aber die meiste Zeit bin ich mit mir in mir gezogen, introvertiert, wie heißt das? Introspective, introspective. Also ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Ich bin viel zu müde im Arsch. Und denke viel nach und reflektiere sehr viel. Und mag es nicht, mit vielen Menschen um mich herum zu sein, so und merke einfach, wie gut es mir tut. Und wie gesagt, das ist nichts Böses für die Menschen, die irgendwie mit mir befreundet sind oder sonst irgendwas oder generell in meinem Leben sind. Das ist einfach nur, ich bin ein Mensch, ich habe gelernt, wie gut es mir tut, alleine zu sein mit mir, wie weit ich vorankomme, wenn ich mit mir bin. Und wenn es mir gut geht, da kann ich auch Gutes weitergeben und die, die in meiner Nähe sind, werden auch davon die Früchte auch mit mir genießen können. Die können auch dann, weil wenn es mir gut geht, kann ich auch Gutes weitergeben und ich bin ein Mensch, ich tendiere zu viel dazu, mein Herz zu geben und das ist einfach die Zeit jetzt ein bisschen mehr ich-bezogener zu sein und wieder in die Sigma-Male-Schiene zu kommen, weil zu einem Sigma gehört einfach auch, du hast die Gaben oder die Art, einfach durchzuziehen, ohne es zu präsentieren zu müssen. Du musst nicht zeigen, wie toll es dir geht. Du machst es einfach, weil es dich erfüllt, weil du Bock drauf hast, dann sprichst du auf einmal das Mädchen an oder sonst irgendwas oder was weiß ich, startest die Karriere oder keine Ahnung, gehst trainieren oder machst Musik oder sonst irgendwas. Du musst nicht rausgehen und musst auf Social Media zeigen, wie toll du bist. Du weißt es einfach, dass du es bist und das macht mich halt zu einem Sigma auf jeden Fall. Ich bin jemand und das ist keine Lüge. Ich grinde sehr gerne, sehr viel und hustle den ganzen Tag an mir, ob das jetzt mental im Kopf ist oder
was auch sehr wichtig natürlich ist, oder halt an meinen Körper oder generell an meinen Geist und alles. Und deswegen, es gibt einfach verschiedene Arten von Männern, und wenn du wirklich zu einem ultimativen Mensch werden willst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dich damit zu befassen, damit du dich selbst mehr verstehst, damit du weißt, wer du bist, weil gerade als Mann ist es wichtig zu wissen, was wirklich in dir steckt, wer du wirklich bist. Und so viele wissen es nicht. Und so viele jagen falsche Idealien, weil sie Betas sind, weil sie falsche Ansichten haben. Sie wollen unbedingt jeden glücklich machen, außer sich selbst. Und nehmen jeden vor, außer sich. Und deswegen werden sie unglücklich. Und der Alpha will die ganze Zeit nur zeigen, wie toll er ist, und will die Aufmerksamkeit und was weiß ich. Deswegen habe ich mir schon immer gedacht, nein. Ich werde den Weg besser machen und nutze alle Gaben, pack das in eins zusammen, und so entstand dieser Sigma, weil ich habe mich jetzt ein paar Jahre schon damit befasst, mit diesem Thema auch, ja, und arbeite natürlich auch währenddessen jeden Tag an mir, an den Dingen, die ich gesagt habe, und somit weiß ich das einfach, und deswegen weiß ich auch ganz genau, wohin es geht, was in mir steckt und worauf ich meinen Fokus legen muss oder soll. Deswegen finde dich selbst auf jeden Fall, finde die Antworten in dir. Ich schalte manchmal diese Außenwelt einfach mal aus und finde die Antworten in dir, indem du dich selbst hinterfragst, indem du in dich gehst und diese. Weil du kannst alles erschaffen. Du kannst, weil die meisten, wie gesagt, sind Betas. Die jagen, wie gesagt, immer noch den falschen Idealen hinterher. Und damit kann ich meine Zeit halt leider nicht verschwenden. Mit Menschen, die nur Frauen hinterherjagen oder sonst irgendwie. Ich verurteile niemanden, nur ist es halt einfach Zeitverschwendung. Deswegen, auf jeden Fall, du kannst alles kreieren, was du willst, in dir, wie du es willst, wie auch immer es sein soll, wenn du weiter Frauen nachjagen willst und deine Zeit verschwenden willst und dein Geld und dein Potenzial und was weiß ich, dann tu das. Wenn du die ganze Zeit prahlen willst, wie toll du bist und was weiß ich, dann tu das. Und wenn du echte Arbeit verrichten willst, wenn du wirklich wahrhaftig vorankommen willst, mach die Dinge für dich, mach dich selbst happy und zeig niemandem, wie gut es dir geht, behalte die Dinge für dich und zieh weiter durch. Ich weiß, es ist schwer in dieser Welt, wo es Social Media und Handys und all das Ganze gibt. Aber das ist auch was, was ich immer mehr lernen muss. Low-key zu bleiben, einfach. Ihr wisst, was ich meine.